begrüßt euch ganz herzlich. Heute ist Sonntag und Baby Countdown technisch ist alles noch hier im Bauch. Wie viele Tage haben wir noch? Bis am 7. 8. Warte mal. 5 Tage oder 6 Tage? Heute ist der 3. Ja. Das heißt 5 Tage. Ja. 5 Tage bis gerechnet Termin, aber ja, mal gucken. Und wir sind auf alle Fälle in demselben Format wie in 2020, also hat sich nichts wirklich viel verändert. Ja, noch immer noch eine sechsköpfige Familie. Familie, Anzahl, Mitglieder. Wir dachten ja gestern, dass er kommt, aber wollte er nicht. Er hat es auch spannend. Ja. Wir sind gerade ein bisschen am Kochen. Der Papa macht schon Mittagessen, ich mache Pancakes. Ich bin richtig angezogen fürs Kampf. Für den Kampf. Heute kocht der Papa, und zwar macht er heute eine Hühnersuppe. Rindfleischsuppe. Und dann gibt es noch Koteletten. Koteletten im Backofen mit Kartoffeln. Ja, und kurz, damit ich das auch jetzt mal öffentlich anspreche, weil ich immer voll viele Fragen kommen. Ja, der Patrick ist kein Veganer mehr. Wir haben da jetzt aber nicht ein großes Thema draus gemacht, weil er das nicht so wollte. Aber es hat sich so über Wochen so langsam zurückgefunden. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung, mit dem Alter sowas zu versuchen. Das Problem ist aber nur, er hatte auch, ja, also er war schon immer so ein Fleischfresser, will ich nicht sagen, aber er hat auch gerne gegessen. Ich übernehme euch. Er hat auch sehr gerne Fleisch gegessen, er hat sich sehr gut, also sehr lange Zeit auch zurückgehalten. Aber ja, also er hat gemerkt, dass er nicht ganz für ihn ist oder schwächer wird. Genau, weil er hat nicht so gern Gemüse. Also es gab so viele Gemüsesorten, die ihm einfach nicht geschmeckt haben. Und das war dann schwieriger. Dann hat er sich nur von Sojaschnetzel ernährt, was ja auch nicht gesund ist. Ja. Also ich würde mal sagen, man muss irgendwie so eine Balance finden, nicht nur Fleisch essen, sondern auch vegane Tage unter der Woche geben. Ausgewogen. Die Mama feiert Silvester jetzt! Das bist nur du schuld! Der Papa hat nämlich Wasser in meine Pfanne. Feuerwerk in der Pfanne reingegeben. Ja, du hast Wasser in meine Pfanne reingeschüttet und jetzt gibt's hier Party. Aber das ist umweltfreundlich. Ja, toll. Ja. Also, wie gesagt, wir sind jetzt in der Küche. Ich bin ready zu kochen. Und ja, heute ist Sonntag. Schaut mal, wie lieb die Mäuse spielen. Schau, ich habe das gefunden. Das war da. Die ist einholen, da hat es falsch. Und ich weiß nicht mehr, wie es rauskommt. Und dann habe ich das gefunden hier. Sehr gut. Habt ihr alle Toni-Figuren wieder runtergenommen? Die habe ich vorhin schon noch eingeschlichtet. Wieder wollte ich alle hier. Alle hier. Bitte, ich gebe dir einfach alle, okay? Und jetzt hört ihr Leo Lausemaus. Ist das schön, Leo Lausemaus? Ja, wir sind Freunde. Da sitzen die und da stehen. Ja, und Bibi und Tina. Du und die Michelle habt früher gern Bibi und Tina gehört. Oh, habe ich ja gar nicht mehr. Weiter noch 4. Du weißt ja noch gleich 3. Oh. Und die Hühner und die Enten sind auch aktiv. Die Enten schlafen alle. Schau mal. Warum schlafen die? Weil die müde sind. Wir haben so viel was gemacht und jetzt sind die ein bisschen müde geworden. Jetzt schlafen die ein bisschen und machen mal eine Pause. Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt auch ein bisschen Pancakes gegessen. Magst du den Garten? Kannst du Pancakes essen? Ja, okay. In den Garten. Ja, Schätze, ich esse Pancakes. Ich bin heute so ein bisschen aus der Puste. Du glaubst, wir müssen Pancakes essen? Ja, mein So entspannt. Man merkt schon richtig, dass der Körper ein bisschen die Kräfte verliert und nachlässt und mehr also im Speichermodus ist, dass er halt mehr Kräfte benötigt als sonst. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn er dann da ist. So, meine Lieben, meine Suppe ist jetzt fertig. Ich zeige euch, wie das aussieht. Nur ganz wenig. Und ich werde jetzt noch Koteletten im Backofen machen, aber dafür brauche ich die Mama. Heizen mal den Backofen vor. Holen das raus. Frisch gewaschen. Okay. Heute bin ich nur der Kochassistent. Ja, du hast super gekocht. Ich bin ein Lehrling heute. Ja, genau. Die Mama hat aber so schön, schau, gelb, rot. Hast du was Blaues? Oh mein Gott! Das schaut schon lecker aus, oder?
Wir machen jetzt noch so für die Kartoffeln sein Gewürz. Da habe ich drinnen Koriander, Majoran, Oregano, ein bisschen Chili. Ja, und der Bauer macht jetzt noch Thymian rein, also frischen Thymian vom Kräutergarten meiner Papa. Ich liebe das. Und das machen wir dann über die Kartoffeln. Und wir haben auch noch ein paar, also eigentlich eher mehr für mich, weil eigentlich mag keiner Brokkoli in diesem Haus, außer ich. Und Karotten. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum Brokkoli nicht so von alle beliebt ist. Ist ja nicht ein sehr guten Eisenlieferant. Ja, also bitte. Warum isst du kein Brokkoli? Die werde es auch essen. Warte kurz. Moment. Schaut euch mal die Sophie an. Was ist das? Sophie? Du stellst ein bisschen im Weg. Ich glaube, Sophie braucht ein bisschen Körpernähe, oder? Ja, sie sollte eh nicht kuscheln. Sophie, brauchst du Liebe? Mama, komm, film mal da bitte. Sorry, ich wollte nur so zeigen, wie süß die Sophie ist. Let's go! Let's do it! Massage! So, unsere Sachen sind im Backofen. Tür zu, Kamera weg. Tschüss! Unser Essen ist fertig, so schaut unser Fleisch aus. Der Papa sagt, wir müssen jetzt alle noch ein bisschen Suppe essen. Das gehört dazu. Okay. Und Gemüse schaut auch richtig. Okay. Alles beschlagen. Ja, no. Born the ring of fire. Mama, ich hab Hunger mit deiner Kamera. Rufst du die anderen? Holst du die anderen Rassen oben raus? Na gut, okay. Ich muss selber lachen, oder? Bist du hungrig? Bis jetzt ein richtig cooles Foto gemacht, weil es gibt aktuell ein Gewinnspiel auf Instagram. Mama, nein, könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. Wir verlosen nämlich einige Sachen aus unserem Online-Shop, also ein Mambus-Planer. Und ich poste euch das Foto her. Also falls ihr wo ist dein Teller? Ja. Falls ihr Interesse habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, wir werden auf jeden Fall mal jetzt essen. Unser Essen schaut so angerichtet aus. Yummy! Na gut, wir werden auf jeden Fall jetzt mal essen und miam, miam, miam. Bei uns sind die Vlogs sehr essenslastig. Bitte nicht hungrig anschauen. Warning. Bei uns ist alles hier noch ruhig im Babybereich. Gar keine Wehen, gar nichts. Also typischer Sonntag, Baby sagt. Sonntag komme ich nicht. Und wir haben heute Spieleabend. Also. Dinkel, warte von mir bitte. Die Kinder spielen Switch mit dem Papa. Wie ist das jetzt? 1-2 Switch? 1-2 Switch. Also ich kann meine zu zweit spielen, aber wir können uns alle immer abwechseln. Okay, wer fängt an? Lara, möchtest du mit Papa anfangen? Euer Kind schon? So. Geht also. So, wenn du es wirst, musst du als erstes die Wäppe nehmen. Wenn so klingelt, wendet euch einander zu. Los. Muss der Papa wieder anschauen. Papa kommt ganz plötzlich an. Papa. Jetzt, Lara, heb ab, sag hallo. Nein, das ist der Falsche. Ups, ich hab's. Jetzt. Hallo. Ja, Mann. Ja, Mann! Ich habe genau mal Lara's Hallo gesagt. Also, eine Arme. Kitzi. Geht euch gewonnen! Geht doch mal! Wir haben ein neues Spiel entdeckt. Oder gefunden. Wer am schnellsten sich rasiert. Ja, du machst es auch mal. Okay, ich glaube, da werde ich eh gewinnen, weil ich da Erfahrung habe. Blindrasur! Auch ein bisschen Blindrasur. Natürlich. Aber du musst. Bewegt den Joy-Con sanft über euer Gesicht.
Das ist ja kein Strom mehr, oder was? Ich habe keinen Akku mehr. Alle leer. Na, schau mal, wie ich mich rasiert habe. Ich habe verloren? Ja. Ja, aber gründlich. Sehr gründlich habe ich mich rasiert, ja? Wow, du hast noch deine Augen rasiert. Und deine Nase. Also nicht so schlecht, für blind rasieren, das war gar nicht so schlecht. Pause. Ja, aber die Lara ist sehr kleiner als die Michelle. Deswegen hat sie voll. Aber sonst ist die Lara auch eine gute Boxerin. Er hat einmal gewonnen. Ja, die Michelle ist auch eine gute Boxerin. So, nochmal ein kurzes Hallo von mir. Mich hat spät abends nochmal so ein bisschen der Putzfimmel gepackt. Ich habe jetzt den Backofen. Ich zeige euch gleich mit diesem Backofen und Grillreiniger eingepinselt, sehr wichtig dabei Handschuhe zu tragen. Und also ich habe die Tür ausgehängt, wie ihr sehen könnt, und habe jetzt den eingepinselt und dann darüber so, man kann Frischhaltefolie oder halt einen Müllbeutel aufschneiden und drüber geben. Dann kann das jetzt über Nacht so einwirken. Dann kann man es am Morgen, am nächsten Tag gleich wieder wegmachen. Die Tür, also die Glastür habe ich auch schon gewaschen. Und jetzt sind diese Sachen dran. Das sind meine Schiebedinger und dann die ganzen Backbleche. Weil nach Weihnachten und so vielen Wochenenden, wo wir halt so viele Backofengerichte gegessen haben, habe ich das Gefühl, dass er das jetzt endmal wieder nötig hatte. Unser Backofen. Und die Sophie guckt mich an. Was macht die Frau da? Die Kinder und der Papa sind alle unten und spielen. Unten ist beim Patrick-Wetter auf der Playstation. Ich muss mich kurz hinsetzen. Puste. Und was ich noch zu dem Putzmittel sagen wollte, das ist ganz wichtig, falls ihr den nutzen wollt. Ich werde ihn euch verlinken. Ich habe ihn von Amazon bestellt. Wenn ihr den nutzen möchtet, ganz wichtig, nur auf wirklich Backöfen, nicht in der Mikrowelle oder im Airfryer. Ich habe zum Beispiel meinen Airfryer damit ein bisschen geschrottet. Also es hat sich so ein bisschen was gelöst, obwohl es eigentlich auch Teflon ist, aber da funktioniert das nicht. Also ihr müsst es drauf lesen, für was das gut ist und für was nicht. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Mhm. Also wichtig. Außerdem bei Amazon steht es, glaube ich, hier voll viel darüber. Es ist sowas wie, so wie ein Provinreiniger, aber halt viel, viel günstiger. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall meine Backbleche noch schnell einpinseln und dann in diesen Müllbeutel dann einklappen. Ja. Und ganz wichtig, Handschuhe. Weil, und auch beim Abspülen. Ich habe letztes Mal beim Abspülen nicht auf die Handschuhe, an die Handschuhe gedacht. Und das tat dann weh. Das ist so, wie wenn man sich die Haare bleichen würde, ohne Handschuhe zu tragen. Es tut nicht jeden weh, aber man ritzt sich so ein bisschen die Oberhaut auf und dann sind die Hände am ganzen Tag so ein paar mehrere Tage so offen und rissig. Das ist voll unangenehm. Ja, ich fange mal an. We'll be right back.
jetzt fertig. Ich habe jetzt da die ganzen Sachen auch in Müll, in so einer Müllplastiktüte halt eingewickelt. So. Und das lasse ich jetzt über Nacht hier einwirken. Und morgen spüle ich es einfach nur mehr ab. Das heißt, man muss nicht mehr kratzen, gar nichts. Übrigens, das ist keine Werbung oder so. Das habe ich mir selber gekauft. Selber ausprobiert, irgendwo mal gesehen auf Instagram. Mir gekauft, ausprobiert, war begeistert. Deswegen habe ich es gekauft. Ja, und das lasse ich jetzt hier einwirken und ich werde ins Bett gehen. Es ist schon 21 Uhr. Die Kinder sind natürlich noch voll im Ferienmodus. Bis zum 7. Da beginnt ja wieder die Schule. Also Homeschooling bei uns. Und ja, ich muss jetzt aber ins Bett. Also ich bin jetzt nicht müde zum Schlafen, aber ich muss mich einfach hinlegen. Man merkt, dass er jetzt, also die Wehen sind heute komplett weg gewesen, aber ich schaue auch, finde ich dementsprechend ein bisschen fertig aus und müde und fertig. Ich glaube auch, weil ich so schlecht geschlafen habe, ein bisschen Symphysenschmerzen gehabt und dann die Kopfschmerzen. Ja, zieht es ein bisschen runter. Aber kleiner Mann ist noch drin und natürlich, falls er rauskommt, dann vlogge ich dann fleißig mit und das werdet ihr dann eben mitbekommen. Wenn dann kein Video online kommt, dann könnt ihr es euch vielleicht denken. Oder schaut auf Instagram vorbei, weil da bin ich noch, wie sagt man? Aktueller, ich kann doch gar nicht mehr reden. Na gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen dann und ja, tschüss.